Leute, bevor das Video losgeht, möchte ich natürlich wie immer was verlosen, um mich für euren krassen Support in letzter Zeit zu bedanken. Und für die RDW-Veteranen unter euch gibt es einmal diesen Elektronenröhrenwerfer mit Wasserelement anstatt Naturelement drauf. Das heißt, das Ganze hier ist verbuggt, weil man eigentlich Wasser nicht darauf bekommen kann. Und das Ganze sieht dann auch so cool aus wie jetzt, also mit diesem Element vorne dran. Sieht einfach nur richtig, richtig nice aus. Das Ganze natürlich zudem auch noch auf Legacy plus zweimal Schaden und plus zweimal Crit-Chance drauf. Zudem gibt es auch noch... Und da dachte ich mir einfach, okay, ich gönne euch einfach mal eine Doppelelement-Totengräber. Das heißt, anstatt, wie es eigentlich nur möglich ist, ein Element drauf zu haben, habt ihr hier Feuer plus Energie drauf. Das Ganze natürlich auch auf Full Legi und diese beiden Sachen hier könnt ihr heute gewinnen. Um das zu gewinnen, ist es mega korrekt, wenn ihr einfach mal ein Abo und ein Like da lassen könntet. Ansonsten schreibt in die Kommentare Hashtag Abo und Like ist da und warum ihr diese Waffen haben wollt. Zudem aktiviert auf jeden Fall die Glocke, um den spontanen Auflösungs-Livestream nicht zu verpassen. Und haut meinen Creator-Code rein, die 94443 im Item-Shop. Es wird mich zudem natürlich auch mega unterstützen. Aber als wäre es das nicht gewesen, gibt es auch noch eine zweite Verlosung. Und zwar ist es bereits der vierte RDW-Account, den ich dann verlosen werde. Ich weiß noch nicht, ob ich das Ganze auf meinem Discord, Link in der Beschreibung, auflösen werde. Oder ob ich das auch in einem Livestream mache, aber ich werde auch noch einen Rette die Welt Deluxe Edition Account verlosen. Plus natürlich den RDW-Skins etc. und plus ein paar V-Bucks drauf. Falls ihr den gewinnen wollt, einfach genau das gleiche machen wie vorhin. Und dann plapper ich gar nicht mehr länger drum rum, sondern wir starten direkt ins Video. Let's go! Jo Leute, und damit ein herzliches Willkommen hier zurück zu einer weiteren Folge von Fortnite Rette die Welt. Und in der heutigen Folge möchte ich mal der Frage zugrunde gehen, ob gemoddete Waffen wirklich so gut sind, wie sie auch selten bzw. auf dem Trading-Markt wert sind. Denn diese Waffen kosten ein ganzes Vermögen und ich möchte jetzt mal schauen, lohnen die sich auch, wenn man damit wirklich spielen möchte. Und dazu habe ich mir natürlich hier eine Belagerungsbrecher einfach mal rangeholt mit ganzen 8 Perks. Ihr wisst ja, eine normale Waffe kann nur 5 Perks plus Zusatzperk haben und diese Belagerungsbrecher hat 8 normale Perks plus den Zusatzperk in hier diesen letzten Stat mit rein integriert. Diese Waffe ist also nicht nur gemoddet, indem sie viel zu viele Perks hat, sondern sie ist auch Legacy, das heißt, sie ist vor dem Vorteilsverschwurbler entstanden. Zudem ist sie hier gerade auf Blitzlevel 106 und auf Schattensplitter gezogen. Auf den ersten Blick natürlich komplett overpowered, weil 3x Crit-Chance, 3x Crit-Schaden, plus 2x Element, plus 2x Waffenschaden und Leitschaden. Aber wir haben hier natürlich den Nachteil, dass man diese Legacy-Waffen noch nicht auf Full Legi ziehen konnte. Und ich werde jetzt hier heute mal diese Belagerungsbrecher mit zwei anderen Waffen vergleichen. Und zwar einmal der Full Legi Nocturno, da sie ja sozusagen ein Reskin der normalen Belagerungsbrecher ist. Und einmal mit einer Full Legi Phantom, weil es halt auch so eine Art Scar ist und momentan ja als eine der stärksten Waffen im Spiel gehandelt wird. Bevor wir in die Mission reinstarten, schauen wir uns natürlich erstmal die ganz normalen Daten an. Und zwar starten wir doch direkt mal mit dem Schaden rein. Da haben Belagerungsbrecher und Nocturno den gleichen Schaden. Und zwar beide haben einen Schaden von 2024, wie man sehen kann. Die Phantom kann hier schon mal in Führung gehen, denn die hat einen Schaden von 2730. Auch beim Kopfschussschaden muss man sagen, dass die Phantom besser aufgestellt ist. Denn da haben sowohl Belagerungsbrecher als auch Nocturno einen Schaden von 3036, sieht man hier. Und die Phantom hat einen Schaden von 4778, also wirklich einen ziemlich hohen Vorsprung in puncto Kopfschussschaden. Jetzt kommen wir aber zu einem Punkt, in dem die Belagerungsbrecher echt überragend ist. Und das ist die Crit-Trefferchance. Denn die Crit-Trefferchance bezieht sich wirklich auf 73%, was einfach nur krank ist. Wir schauen die Nocturno an, gerade einmal 38%, obwohl sie Full Edgy ist. Und die Phantom, obwohl sie auch ein Crit-Monster ist, hat nur eine Crit-Chance von 48%. Natürlich muss man hier sagen, es ist nur einmal Crit-Chance drauf, dafür zweimal Crit-Schaden. Und genau das ist jetzt auch wieder ein Vorteil für die Phantom, denn die Belagerungsbrecher hat einen Crit-Schaden von 252,5%, die normale Nocturno gerade einmal 185% und die Phantom einen Crit-Schaden von 345%, was natürlich absolut krank ist. Die Schussrate ist wieder hier ein bisschen was für die Scar und Nock, denn bei der Scar haben wir 10,8, bei der Nock haben wir 10,8 und bei der Phantom haben wir 6,43, das heißt, sie verschießt ungefähr die Hälfte an Kugeln in der Sekunde wie unsere beiden anderen Waffen hier. Die Magazingröße bezieht sich hier auf 52, was wieder ein richtig großer Vorteil für die Phantom ist, da einfach so ein riesiges Magazin viel weniger Nachladen erfordert und somit kann man viel mehr durchsprayen. Die Reichweite ist auch bei der Phantom besser, denn da haben wir bei der Scar und bei der Nock nur 4000, während wir bei der Phantom ganze 5000 haben. Haltbarkeit überall 300, weil es Schattensplitterwaffen sind, Nachladezeit
ist hier bei der Nocturno am kürzesten, bei Ska und bei Phantom haben wir überall 2,3 Sekunden und die Munitionskosten sind auch überall gleich. Und der Einschlag, da ist auch die Phantom im Vorteil. Das heißt, wenn ihr einen Gegner zum Schwanken bringen wollt, dass er vielleicht schneller umfällt, sollte auch die Phantom die richtige Wahl für euch sein. Aber das waren jetzt nur so die Daten auf dem Papier und die Ska hat halt auch einen absolut kranken Crit-Chance-Wert. Und wie sich das Ganze jetzt aufs wirkliche Gameplay bezieht, sehen wir jetzt gleich in einer Lagermission. Bis gleich. So Leute, wir befinden uns jetzt mittlerweile auch schon in einer Mission drin. Das ist jetzt hier eine 75er oder 76er Lagermission müsste das Ganze sein. Ne, das heißt, wir werden jetzt hier auch die Lager easy mal kurz bewältigen. Angefangen mit der Phantom, macht so 20.000er Headshot. Das ist natürlich ziemlich lecker, das one-hittet die Viecher jetzt hier gerade. Und wir haben jetzt hier auch Wasserhüllen, das heißt, wir haben den perfekten Vorteil und machen halt überhaupt keinen Minusschaden. Das heißt, es ist egal, auf welche Hüllen wir schießen, wir werden immer denselben Schaden erzielen. So. Und auf dem Body macht das so 3000, wenn es kein Crit ist. Jetzt schauen wir mal, ein Crit macht 17.000. Die Chance scheint auch gar nicht mal so schlecht zu sein. Wir haben drauf geschossen 5-mal oder so, bis hier direkt mal ein Crit kam. Headshots halt immer 20.000, ist auch sehr, sehr stark. Muss man der Waffe lassen. Das heißt, wir haben ja einen normalen Schaden von 3000, einen Headshot-Schaden von 20.000 und einen normalen Crit-Schaden von 17.000. Jetzt ist die Nocturno am Start. So, macht auf jeden Fall einen Headshot-Schaden, den man nicht ganz so gut sehen kann, weil es halt Energiezahlen sind und es schwierig zu entziffern. 9000 auf dem Kopf, 9000. Okay, das heißt, sie macht einen Headshot-Schaden von 9000, was ja eigentlich schon relativ in Ordnung ist, würde ich sagen. Was hier jetzt natürlich dazu kommt, wir müssen hier die normalen Hüllen beschießen, sonst hat sie jetzt hier einen Nachteil gegen die Phantom auf Natur. So, und auf die normalen Hüllen ist es jetzt schwierig. Mann, lass mich doch in Ruhe, Wasserviecher. So, okay, normale Hülle. Headshot 9700. So, das heißt, es ist ein 11.000er Unterschied vom Headshot. Schießt dafür ungefähr doppelt so schnell wie die Phantom. Also gleicht sich das so ein bisschen aus. Hat aber dafür halt auch eine viel, viel niedrigere Crit-Chance. Das heißt, die Phantom ist hier auf jeden Fall gegenüber der normalen Ska natürlich im Vorteil. So, jetzt holen wir uns hier nochmal kurz einen Schweber aus der Luft. Auch gar kein Problem. Und jetzt kommen wir hier zur 8-Perk-Ska. So, schießen wir mal normal drauf. Aus dem Weg setzen. Nein, das ist nur eine Wasserhülle. Dann nehmen wir natürlich kurz hier die Phantom, um das zu beseitigen. Und würde ich sagen, wir machen das nächste Lager, oder? Oder da oben haben wir noch so einen Laserboy, den können wir eben auch noch wegholen. Macht natürlich auch mit der Phantom gut auf Range Damage. So, und jetzt machen wir hier mal die 8 Perks gar. Headshot 4000, Headshot 11.000. Also ein 11.000er Headshot ist schon mal nicht schlecht. Perfekt, dankeschön. Sehr zuvorkommt. Wir müssen jetzt hier natürlich die Zahlen erkennen können, weshalb wir die sozusagen die Testobjekte nehmen. Bodyshot, ah, da sieht man es. 10.000 schon wieder Crit. Man crittet halt fast durchgehend rein, ansonsten macht man so circa 2.000 Schaden, ne? Aber man crittet halt durchgehend rein, was absolut overpowered ist. Gönnt euch das, weg mit dem Ding. Man crittet halt jeden zweiten Schuss oder so. Das ist unnormal heftig. Sogar öfter als jeden zweiten Schuss, ne? Wir haben hier eine Crit-Chance von 73%, das heißt, jeden dritten Schuss circa crittet man. Und mit einem Crit macht man schon 10.000 Schaden. Das heißt, man macht mit 4 Schüssen so circa ein normaler Schuss macht 1, 2, 3, 4. Ein normaler Schuss macht so um die 2.000 Damage. Das heißt, mit 4 Schüssen hat man so circa 35.000 Damage. Das können wir hier einmal ganz kurz mit der Phantom vergleichen. Wir haben da mit den normalen Damage-Zahlen so circa, was war das, 3000 oder so? Warte, wir können das Ganze ja hier eben am Lager anschauen. So, komm mal ran. 3000 Damage, 3000 Damage und 17.000 Damage. Und das müssten so zweimal 17.000 sein. Ja, das heißt, wir machen trotzdem mit der Phantom mehr Crit-Schaden. Das heißt, 1, 2, zack, weil sie ungefähr zweimal in 4 Schüssen crittet. Plus nochmal diese 6000 normalen Schaden. Das heißt, hier sind wir bei circa 40.000 Schaden, während wir bei der normalen Ska bei circa 35.000 Schaden sind. Jetzt ist natürlich der Vorteil der normalen Ska, die Schussrate. Die Schussrate brettert rein, während die Phantom doppelt so lange schießen muss. Und das ist, würde ich sagen, dann doch ein ziemlich guter Ausgleich für die Ska, dass die halt dann doch nochmal deutlich stärker ist. Ich meine, schaut euch, wie wir die Gegner einfach easy fetzen. Gar kein Problem für die Waffe, sehr, sehr stark. Natürlich, wenn man gut auf den Kopf aimen kann, da hat die Phantom auch nochmal ihre Nase vorn. Aber ich finde jetzt so vom normalen Gameplay die 8 Perks gar stärker als die Phantom. Weil sie einfach, für mich ist es cooler, wenn eine Waffe
schneller schießt und sie macht vom Crit-Damage halt einen sehr ähnlichen Schaden. Aber ich finde, die 8-Perk-Skala ist auf jeden Fall im Vorteil, einfach weil die Crit-Chance halt absolut krass ist und man dann auch noch so schnell schießt. Das heißt, man kann die Crit-Chance auch noch besser ausnutzen. Denn wenn man jetzt, sagen wir mal, 4-mal schießt und diese 4 Schüsse gehen extrem schnell weg, dann kann man direkt mit den nächsten 4 Schüssen wieder ultra schnell reinkritten. So, wir schauen uns das jetzt hier eben mal kurz an. 1, 2, ich weiß gar nicht, 3, 4, 5 Schüsse oder so brauche ich mit dem. Und mit dem brauche ich 1, 2, 3, 4, ja, okay. Das gleiche, aber das waren zwei verschiedene Höhlen, okay, es zählt nicht. Wir suchen uns noch ein Lager, da vorne ist das nächste Lager, wir probieren es nochmal da, Stetson. Die Waffe hier darf, Hauptsache, nicht zerbrechen. Das wäre richtig belastend, einfach eine 8-Perk-Skar einfach so kaputt geht, Leute. Ihr könnt euch das ja vorstellen, wie viel die Waffen so kosten. Die kosten jetzt hier natürlich Schattensplitter auf dem Level, aber so ein 8-Perk-Skar kostet so ungefähr 400 Sonnen, wenn man sich die ja tradet. So, dann würden wir sagen, testen wir das Ganze mal aus. Butz weg. Die Höhlen haben nicht mal eine Chance, an mich ranzukommen. Nicht mal eine ansatzweise Chance. Und jetzt schauen wir mal hier die normale Ska an. Das heißt, wir haben jetzt schon festgestellt, Phantom ist natürlich auch Geschmackssache, ob man lieber dieses langsame Schießen dafür etwas höheren Damage mag oder halt dieses schnelle Schießen dafür etwas niedrigeren Damage. Ne? Aber jetzt schauen wir nochmal den Unterschied zur Nocturno an. Und da dauert das halt schon deutlich länger, auf so eine Höhle zu schießen, als mit der 8-Perk-Ska. Ich meine, zack, ne? Das dauert so 2 Sekunden. Sagen wir mal circa mit der 8-Perk-Skar halte ich da kurz drauf, gebe meine 4 Schüsse ab und dann war es das mit der Hülle. So, was natürlich dann bei dieser höheren Schussrate wieder ein Nachteil ist, ist, dass man halt viel, viel mehr von Munition verbraucht. Was natürlich dann wieder bei der Phantom ein kleiner Vorteil ist. Kosten müssten ja gleich hoch sein. Sind ja überall Munitionskosten 1. Ihr könnt ja euch hier am Gameplay vielleicht auch nochmal ein eigenes Urteil bilden, welche Waffe ihr jetzt hier am stärksten findet. Die Phantom oder die normale Belagerungsbrecher. So, wo ist denn das nächste Lager? Da werden wir dann einfach only mal hier 8-Perk Belagerungsbrecher spielen, würde ich sagen. Ich spiele das Ganze hier übrigens extra mit einem Ninja-Loadout, einfach damit ihr die Basiswerte seht. Natürlich kann man Crit-Schaden zum Beispiel noch mehr pushen oder man kann auch verschiedene Crit-Chancen, glaube ich, noch pushen. Allerdings möchte ich hier euch zeigen, wie das Ganze halt ganz normal Schaden macht, weil auch viele momentan Entdecker spielen. Das ist ja auch eine der beliebtesten Heldenklassen momentan. So, und deswegen zeige ich euch hier jetzt den absoluten Grundschaden von dieser Waffe, ne? Wenn ihr jetzt euch ein perfektes Loadout darauf baut, dann wird ihr natürlich noch mehr Schaden machen, zum Beispiel mit dem einen Soldaten da vom Blockbuster, ne, vom Sommer-Event müsste es gewesen sein. Dann macht ihr auf jeden Fall nochmal 225% mehr Crit-Schaden. Das ist natürlich dann bei der Phantom nochmal komplett krass, ne? Aber auch, also mit dem Helden, den Stetson der gerade übrigens spielt, aber auch bei der Scar kann man dann wieder sagen, dann crittet sie noch öfter rein, macht noch öfter diesen doppelten Crit-Schaden. Und das ist dann natürlich auch wieder stark. Ich persönlich muss sagen, dass ich die 8-Perk-Scar präferiere, aber einfach von ihrem extrem hohen Preis würde ich sie nicht in normalen Missionen spielen. Eventuell in ganz schwierigen Missionen, einfach weil sie da auch noch cool aussieht. Sie ist halt besonders, sie hat nicht jeder, ne? Sie hat noch andere Vorteile, als dass sie einfach nur komplett krass in-game ist. Zudem ist sie auch noch Legacy, das heißt, sie hat ja einen chronischen Nachteil eigentlich, den sie aber halt durch ihre 8 Grundperks ausgleichen kann. Das Ganze ist hier übrigens auch Anfang Twine, also sozusagen der normale Ort, wo man so 106er Waffen benutzt. Das heißt, das Ganze hier sollte auch keineswegs irgendwie overlevelt oder so sein. Ich werde jetzt hier ein bisschen natürlich von Stetson hochgepusht auf Blitz Level 90, was das Ganze vielleicht ein bisschen unfair für die Höhlen macht, aber das passt schon. Das passt. A few moments later. So Leute, da vorne haben wir jetzt nochmal einen Feuersmasher und da jetzt hier eigentlich die Scar im Mittelpunkt stehen soll, würde ich sagen, machen wir den hier einfach kurz mit der Scar platt. Komm ran. Okay, nicht mit einem Magazin geschafft, das ist etwas belastend, aber ihr seht die ganzen Crits da aufploppen. Und ich glaube, er könnte sogar am Leitschaden vielleicht sterben. Mit so circa 64 Schüssen haben wir den platt bekommen. Das ist, finde ich, gar nicht mal so schlecht. Jetzt würde mich noch interessieren, wie viele Schüsse wir mit der Phantom bräuchten für einen. Würde ich sagen, ich begebe mich einfach mal eben kurz auf die Suche nach einem weiteren Smasher. Und dann schauen wir, wie viele Schüsse ich mit der Phantom dafür brauche. 12 seconds later.
So Leute, das wäre es jetzt hier mit dieser Mission gewesen. Wir haben leider keinen zweiten Smasher mehr gefunden. Wäre aber sowieso ein bisschen unfair, das Ganze nach sozusagen Munition, also Schüssen, die benötigt wurden, zu bewerten. Da ja eine Phantom pro Schuss viel, viel mehr Schaden macht, dafür aber auch viel weniger in der Sekunde schießen kann. Ich hoffe, euch hat dieses Video gefallen. Wenn ihr mehr davon sehen wollt, dann gebt gerne einen Daumen nach oben. Wir sehen uns dann das nächste Mal. Bis dahin Leute, haut da rein. Ciao.